Genießen Sie fesselnde Interviews aus unserer umfangreichen Datenbank von über 4000 Videos. Ohne lästige Unterbrechungen. Erleben Sie ungestörten Videogenuss auf Wikisana. Schwindel kommt oft plötzlich und ist auch häufig beängstigend. Woher das Ganze kommt und viel wichtiger, wie man es nachhaltig lösen kann, das erfahren Sie jetzt in diesem Video. Herzlich willkommen, Daniel Hertig und Robert Kaczynski. Ja, schön, dass ihr wieder da seid. Ist das Thema der Sendung weniger Alkohol trinken? So, mit entsprechendem Alkoholeinfluss hat man ja auch Schwindel. Ne? Das kann natürlich eine Ursache sein, ja, exakt. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass Klienten, die euch ja besuchen, wahrscheinlich mit ganz anderen Ursachen daherkommen, denen sie noch nicht bewusst sind. Ne? Meistens ja. Also von den vielen Ursachen hat Alkohol bisher noch nicht getestet. Aber wer weiß, das kann ja noch kommen. Ne? Nee, mit Alkohol ist man sich ja häufiger bewusst, dass das Ganze, woher das Ganze kommt. Es ist klar, es gibt wie immer viele Ursachen. Schwindel, wenn man rein schulmedizinisch betrachtet, ist mit das schwierigste Symptom, was man diagnostizieren kann. Ich kenne Klienten, die, bevor sie zu mir kamen, bei 9 Fachärzten waren, weil das Problem so komplex ist. Das heißt, man geht vielleicht den Weg zum Hausarzt. Der sagt, ich kann Ihnen nicht helfen. Gehen Sie mal zum HNO. Vielleicht kommt es ja vom Mittelohr, vom Gleichgewichtsorgan. Dann ist er beim HNO, sagt, nee, das ist es nicht. Ja, was könnte es denn dann sein? Ja, gehen Sie mal zum Neurologen. Es liegt bestimmt an den Nerven. Beim Neurologen angekommen, nee, die Nerven sind okay. Gehen Sie mal zum Orthopäden. Ich habe mal gehört, das könnte vom Atlaswirbel kommen. Der Orthopäde checkt und sagt, nee, da ist nichts. Ja, was kann es denn dann sein? Ja, gehen Sie doch mal zum Endokrinologen. Vielleicht ist es was Hormonelles. Zum Endokrinologen. Ja, Hormone sind es auch nicht. Können wir messen, ist es nicht. Ja, und jetzt? Ja, gehen Sie mal zum Augenarzt. Vielleicht brauchen Sie eine neue Brille. Dann wieder zum Augenarzt. Also das Spiel ist wirklich unendlich. Wie gesagt, eine Klientin von mir war bestimmt bei 7 Fachärzten. Das dauert ja auch ewig, weil man kriegt ja nicht sofort einen Termin überall. Und das Ergebnis war immer dasselbe. Niemand hat was gefunden. Und da kommen wir natürlich ins Spiel, wo wir all diese Fragen, die ein Facharzt stellt und testet über Labore, wir innerhalb von wenigen Minuten kinesiologisch testen können. Das heißt, sie war am Ende der Testung auch so weit, dass sie sagte, ja, hätte ich mir ja alles sparen können. Ja, es ist natürlich jetzt nicht umsonst, weil es hätte ja sein können, dass wirklich was auffindbar ist. Es ist ja nicht so, dass die nicht untersuchen können. Schwindel ist einfach unfassbar schwierig festzustellen, die Ursache. Aber wir können es uns relativ einfach machen, weil wir fragen einfach und testen kinesiologisch über das Unterbewusstsein. In den meisten Fällen kommt es tatsächlich von den Nerven. So, jetzt ist ja aber die Frage, ja, warum denn? Also Nerven gut und schön, aber woher kommt denn das, die Nerven zu reagieren? Und das kann zum einen natürlich Stress sein, ganz einfach. Es kann natürlich sein, dass wir eine Komponente aus dem Dickdarm haben. Also die Dickdarmnerven sind schon angegriffen oder sind schon unter Spannung. Und jetzt kommt Stress obendrauf. Manche reagieren dann mit Reizdarm, manche reagieren mit Schwindel, mit Kopfschmerz, was auch immer. Es kann aber auch häufig in einem Stress liegen, dass die Nerven ein Problem haben, weil zu wenig B-Vitamine da sind. Das heißt, die Nerven haben zu wenig Treibstoff sozusagen, sind schon unter Strom und jetzt reicht ein kleiner Stups und das Ganze fällt zusammen und man hat dann diesen Schwindel. Also es hängt schon fast immer wirklich mit den Nerven zusammen, aber wo das wiederum liegt, ist wieder ganz verschieden. Eine andere Komponente, was kaum jemand testet, was auch bei besagter Klientin der Fall ist, dass es auch von einer unerkannten Borrelienbelastung kommen kann. Das heißt, Borrelien sind Bakterien, die über Zecken, aber nicht nur über Zecken übertragen werden. Viele assoziieren es mit Zecken, aber es kann genauso auch von Mücken übertragen werden, was viele nicht im Kopf haben. Und diese Borrelien, Bakterien, können jetzt keinen Schaden anrichten. Sie können einfach da sein, werden wieder ausgeleitet, nichts passiert. Sie können ausbrechen, dann spricht man von einer Borreliose. Das würde auch jedem Arzt sofort auffallen. Aber ein ganz großer, unterschätzter Teil ist ein Zwischending. Die Borrelien sind da, sogar nicht oft, nicht immer messbar im Blut, weil sie sich oft in der Zelle verstecken und im Blut nicht auffindbar sind oder die Konzentration so niedrig ist. Aber sie sabotieren das Nervensystem. Das heißt, sie sind wie kleine Terroristen, die an die Nerven gehen und die Nerven zusätzlich triggern. Und das ist dann häufig der letzte Tropfen, der das Fass am Ende dann zum Überlaufen brachte. Im Vorhinein ist ja wieder die Frage, ja, warum konnten die Borrelien überhaupt reinkommen? Ja, weil irgendwas im Immunsystem schon wieder nicht passte. Warum passt das im Immunsystem nicht? Ja, wahrscheinlich, weil irgendein Entgiftungsthema ist. Also wir kommen dann natürlich irgendwann zu Adam und Eva. Aber wir müssen natürlich immer gucken, wir achten natürlich darauf, wir wollen keine Studie aus dem Klienten machen, wir wollen ihm helfen. Das heißt, wir suchen natürlich nach der ersten Ursache, die im Moment verantwortlich ist für den Schwindel.
und fange an, diese zu lösen. Und da gibt es dann natürlich mehrere Wege, das zu tun. Aber das erstmal so weit zum Thema Ursache, wo kann das Ganze herkommen? Ist ja auch hochspannend, wie der Felix erzählt, Daniel, dass Boring auf jeden Fall eine Rolle spielen. Aber auch, wir hatten in der Vergangenheit schon Sendungen, dass Borrelien zwar ein möglicher Ursacher sind, aber man davon ausgehen kann, dass man, bevor Borrelien da waren, ja nicht 100% gesund gewesen sein kann, sondern unterschwellig muss schon was passiert sein, leichte Störungen, wo dann natürlich die Möglichkeit ist, da mal reinzukommen. Ne? Was sind denn jetzt mögliche Lösungen, wo Felix kurz angesprochen hat, da ist ja ein Riesenspektrum, aber was hat sich in der Praxis quasi als Erfolg etabliert? Also die Ursache, wie du richtig sagst, war ja eine Immunschwäche. Also ist die Frage, müssen wir jetzt die Borrelien bekämpfen oder müssen wir das Immunsystem stärken? Jeder Arzt, auch alle Zuschauer werden zuerst sagen, ja, wir müssen die Borrelien bekämpfen. Muss nicht unbedingt sein. Das ist ja das Interessante, dass wir ja genau an diesem Thema arbeiten und das seit Jahren gehen wir und suchen, ist es denn sinnvoll, die Borrelien zu töten und das Immunsystem soll sich selber stärken? Wie soll das gehen, oder? Das heißt, wir haben die Ursache wieder nicht behandelt. Und wenn wir die Immunschwäche stärken, was war denn die Ursache der Immunschwäche, oder? Und das können wir kinesiologisch alles schön verfolgen. Und deshalb muss die Antwort sein, ja, unter Umständen töten wir. Wenn es so starker Stress ist, töten wir mit, zum Beispiel mit dem Reiftechgerät oder mit speziellen Mitteln oder was auch immer, wer es getestet hat, töten wir diese Borrelien. Aber in vielen Fällen müssen wir hingehen und sagen, ja, der Stress ist generell mal das Problem, tut die ganze Zeit das Immunsystem schwächen und deshalb würden immer wieder neue Fälle kommen. Aber hier geht es ja um Schwindel. Also haben wir was Akutes, was wir machen müssen? Wo müssen wir jetzt ansetzen? Müssen wir jetzt mit Stoffwechselprodukten arbeiten? Müssen wir mit der Nanocampomatte arbeiten? Müssen wir mit dem Reiftech arbeiten? Oder haben wir eine massive Unterenergie an gewissen Orten im Hirn, wo wir, oder zum Beispiel in den Ohren, wo wir jetzt die Energie erhöhen müssen mit einer Repulslampe, damit der Körper das selber wieder löst? Und deshalb ist die Antwort immer die gleiche. Wir müssen es kinesiologisch testen, weil wir es nicht wissen. Wir wissen nicht, welche Lösung möchte denn der Körper haben? Wo setzen wir an? Ist die Priorität das Töten? Ist die Priorität das Immunsystem? Oder ist es die Priorität die Nerven? Also da sagt der Mensch, wieso gebt ihr jetzt ein Nervenberuhigungsmittel, wenn wir doch Borrelien haben? Weil es getestet hat. Ist doch einfach, oder nicht? Ja, für den Klienten ist es nicht logisch, für uns schon. Oder? Also, das heißt, wir glauben zu 100% der Antwort des Klienten, was sein Unterbewusstsein uns da für eine Lösung gibt. Und es muss für uns natürlich einen Sinn machen, ist klar, wir überprüfen das. Macht das Sinn? Ja, kann Sinn machen. In seltenen Fällen nimmt jemand, der das Problem hat, ein Formnerv. Ja? Weil er sonst das ganze System immer wieder triggert. Immer wieder kommt er dann auf eine Immunschwäche. Aber selbstverständlich müssen wir gleichzeitig auch etwas tun. Ich nehme an, du hast was gemacht gleichzeitig, um diese Borrelien zu töten. Was hast du gemacht? Genau, in dem Fall war die Konzentration so hoch, dass es ein Reiftech brauchte, um kurzfristig diese Borrelien auch auf gut Deutsch zu sagen, platt machen zu können. Aber das ist gar nicht immer oder so oft der Fall. Und wie du auch sagtest, wir machen es uns einerseits leicht zu sagen, ja, wir schauen, was testet, was der Klient, das Unterbewusstsein des Klienten haben will, und das geben wir, fertig. Aber natürlich wollen und müssen wir auch die Situation verstehen. So, das heißt, es ist ja nicht, dass wir sagen, ja, also lieber Klient, es hat getestet, du machst dreimal die Woche einen Regentanz und 4 Puzzlebäume und dann ist das Problem gelöst, sondern wir haben am Ende ja ganz konkrete Lösungen und Hinweise, wo wir aufgrund unserer Erfahrung wissen, es funktioniert. Sei es ein Formnerv, was extrem gut wird, sei es andere Nahrungsergänzungen, die wir teilweise selber nicht mal produzieren oder irgendwas dran verdienen, aber wo wir wissen, die funktionieren, dann testen wir die natürlich auch. Das heißt, es geht natürlich darum, den Klienten Lösungen zu präsentieren und unser Konzept ist immer nur so gut wie unsere Lösungen.
Der Unterschied ist nur, wenn jetzt ein Therapeut oder ein Arzt, der nicht kinesiologisch testet, neue Präparate auf einmal beworben bekommt und sagt, hier, das ist der Hammer für die Nerven, probier das mal, hat er ja keine andere Wahl, als sich die Inhaltsliste anzuschauen. Also, ja, das macht schon Sinn. Und dann probiert er aus. Und nach 100 Klienten, was vielleicht 3 Jahre dauert, kann er sagen, ja, das ist ganz okay. Wir machen es ja viel einfacher. Es kommt jemand und sagt, lieber Daniel, das ist das neue Präparat für Schwindel. Er sagt, alles klar, gut, gib mal her. Und wir testen es an 20, 30, 40 Personen, die Schwindel haben. Und wenn es in Resonanz geht, sagen wir, okay, da muss es was können, da muss es gut sein. Und wenn es nicht in Resonanz geht, dann wissen wir, sorry, irgendwas scheint da nicht zu stimmen. Vielleicht fehlt ein Stoff, vielleicht ist irgendwas zu viel, vielleicht ist die Kombination nicht richtig. Aber wenn ein Mittel für Schwindel bei nur 50% der Schwindelklienten testet, also das Unterbewusstsein es haben will, dann ist es nicht gut genug. Und das ist ja genau das. Ein vom Nerv testet praktisch immer bei Nervenproblemen. Weil jeder Klient oder das Unterbewusstsein sagt, das ist der Hammer, das Mittel, das will ich haben. Und nur so kann man natürlich solche komplexen Fälle lösen. Das heißt, wir arbeiten natürlich in einer rasenden Geschwindigkeit, weil wir niemandem glauben müssen. Wir überprüfen es einfach selber, indem wir kinesiologisch testen. Und wenn es dann bei 30, 40, 50 Klienten testet, wo es testen soll, dann sagen wir, super, haben wir ein neues Produkt gefunden, das ist gut, das nehmen wir in unsere Liste auf, wo wir wissen, das könnte funktionieren. Und wenn nicht, dann schmeißen wir es wieder raus. Und damit wächst natürlich unsere Lösungen viel schneller als bei jedem anderen Arzt oder Therapeut, weil jeder andere sagen muss, ja, rein fachlich gesehen macht Sinn, es gibt Studien, die belegen das, dann probieren wir es mal. Und der ist ja auch dann auf das subjektive Empfinden des Klienten angewiesen. Weil Achtung, es gibt ja keinen Test, der Schwindel nachweist. Schwindel ist hochsubjektiv. Das heißt ja, das nächste Problem, weil oft dann Klienten, die Schwindel haben und bei zig Ärzten alle Therapien durchhaben, sind auf einmal selber das Problem. Man sagt, ja, also Frau Müller, ich als Arzt, ich habe ja genug Ahnung, an mir liegt es nicht, es muss an Ihnen liegen. Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, in eine psychosomatische Klinik zu gehen? Super. Und er sagt, ja, also Entschuldigung, ich bilde mir das doch nicht ein. Ja, aber also an mir liegt es ja nicht. Ich habe ja sehr viel Erfahrung. Und das ist ja das Schöne, das müssen wir nicht. Das heißt, es gibt keine Diagnostik, keinen Laborwert, der sagt, ja, da ist Schwindel. Man kann vielleicht die Borrelien messen, man kann messen, ob die Nerven angegriffen sind, man kann Entzündungen messen, das kann man alles messen. Aber am Ende muss ein Arzt und Therapeut dem Klienten vertrauen auf sein subjektives Empfinden. Das müssen wir nicht. Das heißt, auch wenn wir jetzt Klienten haben, die Schwindel haben und die machen das ganze Monat und kommen wieder und sagen zu mir, Felix, ist ja alles gut und schön mit dieser Kinesiologie und so, aber ich merke nichts. Dann muss ich nicht in Panik verfallen und sagen, oh, alles falsch gemacht und kann nicht sein, sondern wir testen kinesiologisch, hat sich denn was in der Tiefe getan? Und wenn und oft ist so, ich sage, ja, hör zu, ich kann verstehen, dass du subjektiv noch nicht spürst, aber in der Tiefe kann ich dir sagen, es funktioniert, weil die Borrelienkonzentration runtergeht, das Immunsystem hochgeht, die Nerven beruhigt werden. Aber bis es sich körperlich manifestiert, bis es symptomatisch merkbar ist, können ein paar Monate vergehen. Und das habe ich ganz häufig, dass Klienten nach 6 Wochen oder 4 Wochen wiederkommen und sagen, sorry, hat sich nichts getan. Und ich sagen muss, kein Problem, wir gucken mal, was sagt denn die Tiefe. Und es ist immer so, dass sich was tut. Aber der Klient merkt es noch nicht. Nach 6, 8 Wochen kommt er und sagt, ja, du hast recht gehabt. Jetzt spüre es wirklich, jetzt wird es wirklich besser. Sag ich, ja, siehst du, es braucht einfach Zeit, bis es von unten nach oben ankommt. Alles in der Natur wächst langsam und von innen nach außen. Das Einzige, was nicht langsam wächst, ist Krebs. Und das Einzige und das, was es aber immer braucht, ist, dass von innen nach außen wächst. Eine Pflanze, wenn wir einen Samen einpflanzen und den mit Erde bedecken, können wir den wochenlang gießen und irgendwann fragen wir uns, ja, wo ist er denn? Lebt er überhaupt noch? Ich sehe gar nichts. Ich sehe keinen Sprössling. Wir nehmen die Lupe und schauen und sagen, ja, ob der noch lebt, wissen wir gar nicht. Aber irgendwann, nach 3, 4, 5 Wochen, kommt ein Samen raus, eine Pflanze raus und wir sehen, ah, okay, der war ja nicht die ganze Zeit untätig, der hat gearbeitet. Aber bis wir es dann sehen, dauert es. Und so ist es auch mit vielen Problemen wie mit dem Schwindel. Die Nerven zu beruhigen ist ganz, ganz schwierig. Deswegen können wir nur auf der einen Seite den Stress nehmen, indem wir erstmal verstehen, wo kommt es her? Ist es eine Entzündung? Sind es die Borrelien? Kommt es aus dem Darm? Woher kommt es? Und dann müssen wir parallel die Nerven beruhigen. Und das kann dauern. Aber indem wir wissen, woher es kommt und uns auf den richtigen Weg begeben, kann ich meinen Klienten immer sagen, ich kann Ihnen nicht versprechen, dass es nach 4 Wochen oder 6 Wochen besser wird. Ich kann Ihnen nur sagen, wir wissen, wo das Problem herkommt, wir bearbeiten es, aber es kann 6 Wochen dauern, 8 Wochen, vielleicht auch nur 4 Wochen, vielleicht 10 Wochen, bis Sie es spüren, bis Sie es merken. Viele Klienten reagieren aber intuitiv und sagen, ja,
das, was Sie sagen, das fühlt sich richtig an. Ich spüre irgendwie eine Resonanz dazu, das passt, was Sie sagen. Und dann machen Sie das, und wir reden ja von 4, 5, 6, 8 Wochen und nicht 8, 9, 10 Monate, bis die Leute spüren. Das heißt, die, die es vertrauen, brauchen sie natürlich häufig, aber das brauchen sie überall sonst auch. Und dann merken sie aber auch wirklich, dass sich was tut. Deswegen sei es gesagt, es ist schwierig, natürlich es zu behandeln. Nerven, die einmal losgelegt haben, zu beruhigen, ist, ich sag mal so, die Königsdisziplin, ist wirklich sehr, sehr schwierig, weil auch die Nerven sehr, 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 sehr langsam heilen, extrem langsam. Wenn ich mich in den Arm schneide, dann wächst die Wunde innerhalb von Stunden bis Tagen wieder zusammen. Wenn Nerven eine wirkliche Entzündung oder Schaden haben, ohne irgendeins von unseren Mitteln, kann das Wochen, Monate, Jahre dauern, selbst wenn das die Ursache des Problems schon gelöst ist. Das muss man dazu sagen. Und wir machen ja auch keinem Therapeuten, Arzt einen Vorwurf. Es ist verdammt schwierig zu diagnostizieren. Es gibt keinen objektiven Wert, der das Ganze darstellt. Es braucht die Zusammenarbeit mit dem Klienten. Es braucht aber auch richtige Lösungen und die Kinesiologie, um letztendlich dahinter zu kommen. Mhm. Ich denke mal, da kommen ja auch eure Fähigkeiten, ja nicht nur das Werkzeug als solches zu nutzen, sondern auch eure Begleitfähigkeit. Das heißt, es ist natürlich verständlich, dass wir alle so ein bisschen ungeduldig sind, klar. Ne? Weil es ist ja ein Problem da, was uns beeinträchtigt. Aber die Klienten können sich ja jederzeit bei euch melden und mal nachfragen, hey, wir haben, wo steht mein Körper? Ich spüre zwar nicht, aber wo steht der? Wie lange braucht der? Das heißt, so eine Wasserstandsmeldung. Genau, richtig. Ne? Ja, exakt. Ja, wo können sich die Klienten melden? Am einfachsten unter www.selbergesundwerden.com. Dort finden Sie zahlreiche Möglichkeiten, diesen besagten kinesiologischen Test durchführen zu lassen. Und wie Robert auch sagte, wir betreuen zwar ganz viele Klienten aus der Distanz, aber das heißt nicht, dass sie alleine auf sich gestellt sind. Selber gesund werden heißt nicht alleine gesund werden, sondern mit Begleitung gerne. Dafür sind wir da, dafür können Sie sich gerne bei uns melden. Danke euch und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, lieber Daniel. Vielen Dank, lieber Robert. Wie Sie sehen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das Thema ist wie vieles hochkomplex. Ich hoffe, ich konnte Ihnen mit diesem Erfahrungsbericht ein paar Hilfestellungen an die Hand geben, auch mitunter Hoffnung vermitteln und natürlich auch ganz klar darstellen, es ist nicht einfach, das Thema zu lösen und zu finden, aber wir haben zahlreiche Werkzeuge und Möglichkeiten, wie wir das Ganze bereitstellen können und wie wir es tagtäglich machen. Ich danke Ihnen fürs Zuschauen und freue mich aufs nächste Mal.